Von dem, was man so im Internet liest, weiß der zum Teil wahrscheinlich gar nichts. Fragen Sie mal den Drosten nach Schminktipps. Da kommt aber nichts. Nada. Ich fürchte ja, meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland im Moment eine V-Zahl von 2. Das bedeutet, ein Verschwörungstheoretiker steckt zurzeit 2 andere an. Und immer so weiter. Es gibt auch immer mehr Prominente, die sich plötzlich berufen fühlen, anderen eine vermeintliche Wahrheit zu offenbaren, obwohl sie eigentlich auf ganz anderen Gebieten Experten sind. Attila Hildmann zum Beispiel. Ich bin Attila Hildmann, ich stehe für Bio-Lebensmittel und vegane Ernährung. Punkt aus. Inzwischen hat er leider ziemlich die Pfanne heiß. Ich vermute, da standen ein paar Pilze auf seinem Speiseplan, die es nicht legal zu kaufen gibt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hildmann hat sich im Netz schon mit einer Waffe gezeigt, weil er gegen die Corona-Maßnahmen kämpfen will. Notfalls mit der Waffe. Er will dafür auch schießen. Ist das eigentlich vegan, auf andere zu schießen? Muss ich mal bei einem Sellerieschnitzel drüber nachdenken. Attila Hildmann meint, wie viele andere, dass Microsoft-Gründer Bill Gates maßgeblich an einer Verschwörung beteiligt ist, die die Weltbevölkerung durch Impfungen auf 500 Millionen Menschen reduzieren will. Ja, eine Verschwörung, die die Menschheit reduzieren will auf 500 Millionen Menschen. Bill Gates plant das. Was Bill Gates davon hat, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht will Bill Gates, dass weniger Leute seine Produkte kaufen. Vielleicht nervt es ihn, wenn er im Urlaub immer so lange am Buffet anstehen muss. Vielleicht ist 500 Millionen seine Glückszahl. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auch Xavier Naidoo hat sich inzwischen sehr weit entfernt von dem, was mal seine Kernkompetenz war. Der war ja hauptberuflich, Heulboje. Das kann er auch ganz gut. Inzwischen weiß er angeblich, wo Atlantis ist. Ich hoffe, er geht da sehr schnell auf Tournee. Auch Xavier Naidoo ist der Meinung, Corona sei nur erfunden worden als Ablenkungsmanöver. Damit die Welt nämlich nicht merkt, dass der gute Donald Trump, ist einer von den guten, Donald Trump, dass der gerade Kinder aus den Händen von Verbrechern befreit, die im Auftrag einer satanischen Weltregierung handeln. Das glaubt er wirklich. Und dass Bill Gates und der Teufel hinter all dem stecken. Denn der Teufel hat die Welt übernommen. Der Beweis bei Xavier Naidoo: die Achsneigung der Erde liegt bei 23,4 Grad. Subtrahiert man dies von der Zahl 90, ergibt das 66,6. Noch Fragen? Ich denke nein. 666 ist ja für Verschwörungstheoretiker die Zahl des Teufels. Also das sind handfeste Beweise. Die Frage ist aber jetzt, wer ist denn der Teufel? Ich habe da ja so meine Theorie. Ich sage, das sind Xavier Naidoo und Attila Hildmann. Ja klar, passen wir auf. Die Vornamen der beiden haben jeweils 6 Buchstaben. Naidoos Nachname, auch 6 Buchstaben. Merken Sie was? 666. Nehmen wir dann noch das Geburtsdatum von Hildmann. 22.04.1981 in Berlin. Und das von Xavier Naidoo. 2.10.1971 in Mannheim. Ja, wenn man das jetzt mal zusammenzählt, 22 plus 4 plus 1.981 plus 2 plus 10 plus 1.971, dann ergibt das 3.990. So, Hildmann ist in Berlin geboren. Da fängt die Postleitzahl mit 1 an. Xavier Naidoo ist in Mannheim geboren. Da fängt die Postleitzahl mit 6 an. 1 mal 6 sind 6. Und wenn wir diese 6 zu den 3.990 hinzuaddieren, dann bekommen wir 3.996. Und wenn man die durch 6 teilt, was kommt dann raus? 666. Also, liebe Verschwörungstheoretiker, wenn irgendwo der Teufel steckt, dann entweder im Detail oder bei diesen beiden Pappnasen.